Herzlich willkommen zu diesem Video über meine allererste Bestellung bei Brikisimo. Der Hauptgrund für diese Bestellung war, dass ich mir für kommende Stop-Motion-Animationen eine französische Lego-Armee zusammenbauen wollte. Dafür habe ich mir zum einen zweimal die französische Infanterie-Decals von Roguelands Custom bestellt. Außerdem zwei Monopads von Brickhams in der Farbe Schwarz. Zwei dunkelbraune Lego-Beine und einen ganz normalen gelben Lego-Kopf. Als Kopfbedeckung habe ich mich für die dunkelbraunen Garnisonshüte entschieden. Von diesen hätte ich mir am liebsten 10 Stück gekauft, allerdings waren nur noch 4 vorhanden. Neben den Garnisonshüten habe ich mir auch 3 dunkelbraune Ushankas und 8 dunkelbraune Lego-Torsos bestellt. Für eine andere Animation, die ich momentan schon plane, habe ich mir außerdem 6 Musketen bestellt. Für alle diese Sachen habe ich insgesamt knapp über 50 Euro bezahlt. Als kleines Dankeschön legte Brikisimo auch noch 3 Freebies dazu. Die Keplok-Muskete ist vielleicht nach der Trench Club meine Lieblings-Brickups-Waffe. Sie ist recht groß, passt allerdings perfekt zu meinen Rotrücken. Die ebenfalls von Brickups produzierten Monopads haben mich etwas überrascht. Für nur 25 Cent bekommt man eine für Animationen sehr hilfreiches Werkzeug. Für alle, die sie nicht kennen, Monopads erlauben der Figur, Brickhams Waffen wie Gewehre in Schussposition zu bringen. Der Hauptteil meiner Bestellung war aber, wie schon erwähnt, die französischen Soldaten. Um diese zusammenzubasteln, musste ich erstmal die Decals mit einem Messer vorsichtig ausschneiden. Ich habe in meinem Leben noch nie zuvor mit Decals gearbeitet, weshalb die ersten beiden Versuche mehr oder weniger schief gehen. Nach der Eingewöhnungsphase klappte es allerdings ganz gut. Nachdem das Decal ausgeschnitten wurde, muss man es für ca. 30 Sekunden in eine Schale mit Wasser legen. Daraufhin kann man es von seinem Hintergrund trennen und vorsichtig auf den Torso auftragen. Nachdem es getrocknet ist, habe ich es noch mit Decal Soft von Revell übermalt, damit die Decals auch lange halten. Bei den Köpfen war es genau das gleiche Prinzip. Ich habe nur keine blanken Köpfe genommen, sondern alte Lego-Köpfe, die ich nicht mehr brauche. Mit Sandpapier oder diesem Schleifer aus dem Bastelgeschäft kriegt man die Bedruckung recht leicht ab. Nach knapp 2 Stunden Arbeit hatte ich 9 Franzosen, von denen allerdings 3 keine Kopfbedeckung haben. Im Großen und Ganzen bin ich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Vor allem der General gefällt mir sehr gut. Ich werde in Zukunft also noch öfter ähnliche Dinge bei Brikisimo bestellen und für euch ein Video dazu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt es mir doch durch einen Like oder einen Kommentar.